Stellen Sie sich vor, aus diesem Stück Schnur würden Pflanzen wachsen. Sieht aus wie Science Fiction, ist aber real. In ihrem Versuchslabor im Erzgebirge in Seematal-Kranzahl lassen Philipp Förster und Niklas Weisel Pflanzen an Schnüren wachsen. Gras, Petersilie, Kresse oder Feldsalat. Bei Feldsalat sind wir ehrlich gesagt noch ein bisschen in der Findungsphase. Also das heißt, wir haben ab und zu die Vermutung, dass wir es zu eng machen, weil die Saatkörner sehr unterschiedlich aufgehen und sich dann was durch die Eigenbeschattung quasi verdrängt wird. Das sind so diese kleinen Feinheiten, das lernt man erst nach mehreren Wachstums- und Erntezyklen. Ja. Die Idee stammt aus der Fabrikhalle nebenan. Hier werden Schnüre hergestellt, die mit Metallteilen befüllt werden, als Beschwerung für Gardinen zum Beispiel. Weil wir sehr gut befüllen können, ist die Frage, was kann man denn noch mit unserer Technologie machen? Und in einem Entspannungsmoment kam die Frage, was kann man sonst noch alles einfüllen? Diese Maschine wurde für Samenkörner umgebaut. Doch wenn das schon so gut klappt, kann man vielleicht auch handelsübliche Anzuchtblöcke aus Steinwolle in die Kordel einweben. Nach ein paar Fehlversuchen entstehen die ersten Steinwollkordeln für Stecklinge, ideal für Kräuter für den Küchengarten. Ich würde jetzt mal Pfefferminzstecklinge einstecken. Dazu muss der Substratkörper vorher gelocht werden, dass die Stecklinge dann nicht beschädigt werden beim Einstecken. Gerade bei Pfefferminze, da wachsen die Wurzeln sehr schnell und auch neue Blätter bilden sich sehr schnell. Also es dauert ungefähr 1,5 Wochen, bis die ersten Wurzeln hier am Rand sichtbar sind, ähnlich wie bei der Zitronenmelisse nebenan. Und dann sieht man auch, dass sich neue Blätter bilden. Man sollte regelmäßig die Spitzen abzupfen, dass die Pflanzen noch dichter werden. Ja, ich kann die Pflanzen über Monate hinweg anbauen, kann regelmäßig meine Kräuter ernten und über lange Zeit hinweg frischen Tee trinken. Hier am Bauzaun im Versuchslabor entstand auch gleich die nächste Idee. Grüne Wände für Baustellen. Daran müssen die beiden aber noch tüfteln. Die grüne Wand für den Haus- oder Bürogebrauch ist dagegen schon Realität. Die kann man selbst bespannen, danach Wasser einfüllen, Pumpe anstellen und warten. Oder gleich Stecklinge nehmen. Ob essbar oder zur Zierde, alles ist möglich.